Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Schülerinnen und Schüler, Corona hat uns weiter fest im Griff. Aus diesem Grund müssen wir in Minden und ganz sicherlich auch anderswo an diesem Tag auf das persönliche Gedenken verzichten. Dazu haben wir uns in den vergangenen Jahren in der Petrikirche und am Holocaust-Gedenkmal in Minden getroffen. In diesem Jahr sollte das gemeinsame Erinnern der Mindener Schulen und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Stadttheater stattfinden. Das ist leider Corona-bedingt nicht möglich. Ich freue mich daher sehr, dass es Schülerinnen und Schüler der drei Mindener Gymnasien, der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und des Weser-Kollegs in die Hand genommen haben, diese Veranstaltung digital umzusetzen. Dafür von mir ein ganz großer Dank. Gerne richte ich mich deshalb mit dieser Videobotschaft an die Minderinnen und Mindener. Heute, am 27. Januar 2021, jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee zum 76. Mal. Das ist lange her, aber kein Grund, nicht weiter daran zu erinnern und vor allem zu mahnen. Dieser Tag hat auch für die noch wenigen Überlebenden Signalcharakter. Sie wurden damals befreit. Aber Europa ist auch heute nicht frei von Antisemitismus und rechtsextremem Hass. Im Gegenteil. Antisemitische Bemerkungen sind heute in vielen europäischen Gesellschaften wieder möglich. Die Beschimpfungen und Botschaften werden lauter und sind hasserfüllter. Es werden auch Menschen direkt angegriffen, was ich auf das Schärfste verurteile. Wir alle dürfen nicht zulassen, dass Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft oder ihrer Religion beleidigt, verunglimpft, angegriffen oder sogar verfolgt werden. Das steht auch in unserem Grundgesetz. Wir alle sollten stets unsere demokratischen Grundrechte verteidigen und achten. Die gesamte Gesellschaft ist aufgefordert, nicht wegzuhören, wenn gegen Grundrechte verstoßen wird und wenn Hass im Spiel ist. Ich spreche hier auch insbesondere junge Menschen an, sich zu wehren, andere zu verteidigen und sich mutig einzuschalten, wenn Unrecht geschieht. Das kann auch nur ein böses Wort gegen einen anderen Menschen sein, persönlich oder in den sozialen Medien. Dieser Gedenktag erinnert an unvorstellbares Leid, an Verfolgung und Vernichtung. Niemals darf so etwas wieder passieren. Das muss die Botschaft von heute sein. Immer und auch noch in den nächsten 76 Jahren müssen wir an den Holocaust erinnern, mahnen oder auch nur Ansätze, die unsere Demokratie untergraben oder erschüttern, bekämpfen. Mit Worten einmischen oder politischem Engagement. Liebe Minderinnen und Mindener, in der Bundesrepublik Deutschland ist der 27. Januar seit 1996 und seit 2005 auch weltweit der offizielle Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Dieser Tag und auch die aktive Auseinandersetzung mit unserer Geschichte lässt uns die Verantwortung für die Zukunft begreifen. Auch mit dem Schrecken und Grauen muss man sich auseinandersetzen, es verstehen und zukünftig verhindern. Denn auch Mindener Juden fanden in den KZs der nationalsozialistischen Terrorherrschaft den Tod. Daran erinnern das ganze Jahr die sogenannten Stolpersteine. Diese Steine gegen das Vergessen wurden von der Aktionsgemeinschaft Friedenswoche in Zusammenarbeit mit dem Künstler Günter Demnig verlegt. Wer genau hinsieht, kann knapp 100 dieser Mahnmale in Minden finden. Jeder Stein steht für einen Menschen, der Opfer des Terrorregimes zwischen 1933 und 1945 geworden ist. Das sollte uns allen zu denken geben. Diese schreckliche Geschichte ist eben nicht weit weg. Sie begann direkt in den Häusern der Mindener Innenstadt und endete fast immer im Konzentrationslager. Die Stolpersteine führen uns vor Augen,
zu welch abscheulichen Taten Menschen in der Lage sind. Sie erinnern uns daran, welch schreckliches Schicksal den jüdischen Menschen und auch Sinti und Roma zugestoßen ist. Sie erinnern uns daran, alles zu tun, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt. Das ist Aufgabe von uns allen, jeden Tag und nicht nur am 27. Januar. Die Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Das hat der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog gesagt, der diesen Gedenktag vor 25 Jahren ins Leben rief. Viel hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es wird von bestimmten Gruppen und auch Parteien polarisiert. Es wird versucht, unsere Gesellschaft zu spalten. Dinge werden verharmlost, andere verschärft. In diesem Sinne rufe ich dazu auf, wachsam zu bleiben und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Abschließend wünsche ich mir, dass wir diesen Gedenktag im kommenden Jahr wieder live zusammen erleben können. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Michael Jecke.